bedanke mich bei Herrn Schuh-Offenegger und bei allen anderen SprecherInnen und bin nun der Letzte in der Reihe, die noch einmal begrüßen dürfen und mich sehr freue, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und hoffentlich auch viele Zuschauende in den Stream. Ich begrüße nochmal von unserer Seite hier vom Bauhaus Reuse von Zukunftsgeräusche. Wir freuen uns, dass wir hier einen Beitrag hosten können und damit auch das VIA-Festival unterstützen. Das ist uns ein großes Anliegen, das freut uns sehr. Auch wenn es natürlich viel mit der Geschichte um Corona zu tun hat, dass die Ausstellung den Weg hierher gefunden hat. Neben den Ausstellungsinhalten freuen wir uns, dass es noch ein paar andere Side-Events geben wird. Es wird ja noch eine Diskussionsveranstaltung geben am 17. Juni und es wird auch noch Audio-Walks geben mit der aus einer Studierendeninitiative entstandenen Gruppe FemArc oder Kollektiv FemArc an der UdK entstanden. Das wird bereits am Samstag einen Audio-Walk geben, zu dem Sie sich auch anmelden können. Ich weiß nicht, ob das jemand im Stream schon gesagt hat. Die Ausstellung wird jeden Tag geöffnet sein von 14 bis 20 Uhr. Darüber können Sie sich anmelden. Über die diversen Links auf den Webseiten gucken Sie einfach nach. Es gibt alle halbe Stunde einen Besuchsslot und das bis zum 8. Juli. Also ein paar Tage länger sozusagen als das VIA-Festival haben Sie die Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen. Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir diese Ausstellung hier zu Gast haben, weil wir damit anschließen können an etwas, was wir 2019 hier begonnen haben mit dem Bauhaus Reuse unter unserem Titel Modern Emancipation. Haben wir damals mit einem Symposium angefangen, uns mit diesem Thema der Emanzipation und der parallelen Entwicklung der Moderne seit über 100 Jahren und der gesellschaftlichen Emanzipation, der Frauenemanzipation und natürlich dem Thema Gendergerechtigkeit zu befassen und haben das damals mit einem Doppelsymposium gemacht, eines hier in Berlin und eines in Prag. Und für das Symposium in Prag kommt jetzt auch ein Buch heraus. Darüber freuen wir uns sehr, von meiner Kollegin Helena Huber-Dudowa an der Nationalgalerie Prag herausgegeben, auch mit Beiträgen von Mary Pipczynski, Franziska Bollerei und anderen. Und auch dem soll noch etwas nachfolgen. Also wir bleiben hier weiter an dem Thema dran. Und wir hoffen, dass wir das auch mit den Kolleginnen und Kollegen von den beteiligten Partnerinnen hier machen können. Das würde uns sehr freuen. Auch mit den Kolleginnen von FemArc würde uns das sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dass dieses verschobene VIA-Festival tatsächlich diesen langen Atem, den es dafür gebraucht hat, ja, prophetisch sozusagen verlängern wird, ja, und wir dann nicht nur ein Festival sehen und Ende, sondern dass dieser lange Atem jetzt eingeübt ist über die lange Corona-Zeit und es weitergeht mit diesen Aktivitäten und dass wir bald wieder eine schöne VIA-Fahne hier am Ernst-Reuter-Platz wehen haben werden. Ja, in diesem Sinne von meiner Seite nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Jede wurde schon namentlich genannt, das muss ich nicht wiederholen. Also nochmal pauschal großen Dank, große Freude und ich wünsche allen viel Spaß mit der Ausstellung, mit allen anderen Inhalten und an diesem heutigen Abend. Ganz herzlichen Dank und ja, kommen Sie in die Ausstellung.